Nochmal ein Foto. Nein, hochspannend die ganze. Übrigens, ich bin unbedingt für Visionen. Wir brauchen Visionen. Ja. Aber auf der anderen Seite natürlich die betriebliche Realität in ihren enormen Entwicklungen. Und leider ist es gegensätzlich zu dem. Ja. Weil ob das der Weltmarkt ist, ich brauche das ja gar nicht sagen, da das Kapital, das bringt die Leute so dazu, dass eben die Spielräume immer nur so weit gegeben werden, wie es utilitär und unmittelbar nutzbar ist. Bei diesem, übrigens, das Visionär finde ich auch wichtig, diese Fabrik 4.0, also nur das bisschen, was ich da bisher mitbekommen habe, das macht mir übrigens teilweise Angst. Weil ich sehe auf der einen Seite die menschliche Nutzungsfähigkeit, auf der anderen Seite sehe ich den Facharbeiter, der vollkommen dequalifiziert wird, weil oben in der Cloud über irgendwelche wenigen mit sich selbst, mit lernenden Maschinen, wie auch immer, wird von ganz wenigen das Fertigungsprogramm fertig gemacht. Ich habe das bei gesehen. Und der Facharbeiter, den wir heute haben, der ist total entqualifiziert. Die eine Maschine kommuniziert dann schon mit der anderen direkt. Ja, das meine ich. Es ist aber so. Ja. Es ist so. Und das kann übrigens ein normaler Mensch auch gar nicht mehr überblicken, wie auch immer. Also es macht auch, das gehört auch zur Vision, dass man also auch die Gefahren sieht, die dort in diesen Geschichten ablaufen. Das meinte ich ja mit meinem, war glaube der erste Wunsch, mit meinem ersten Wunsch, dass wir die Mitarbeiter so früh wie möglich auf diese Entwicklungen hin vorbereiten und ihnen die Chance bieten, damit zurechtzukommen und nicht quasi von der Entwicklung abgehängt werden, sodass irgendwann mal die beiden Maschinen quasi entscheiden, was passiert und der Mensch dann eigentlich nur noch irgendwie Handlanger Dienstleistungen hier erbringen kann. Und da sehe ich eine ganz große Aufgabe in der Bildung. Und ich das ergänze ich mit meinem einen Wunsch, nämlich dass also jetzt die Betriebe, die Beschäftigungssystem und das Bildungssystem, die müssen zusammen. Wir müssen unheimlich aufpassen, dass die nicht weiter auseinander dividieren. Die einen haben informelles Lernen, nehmen ihre Coaches dazu, kriegen von dir noch ein bisschen Blended Learning dabei und die anderen, die machen formale Bildung, wie auch immer. Und das dividiert sich immer mehr auseinander, weil diese beiden Seiten immer weniger verzahnt sind. Das ist eine unheimliche Gefahr. Und nur noch mal zu dem, was ich in Betrieben, nur ein Beispiel noch mal von ganz vielen. Wir hatten 1990er Jahre kompetenzorientiert, super Ausbildung. Wir haben dann Untersuchungen gemacht, nachdem gesagt worden ist, naja, die sind ja überqualifiziert. Die haben 3,5 Jahre bis hin Persönlichkeitsentwicklung, also nach der GAP, dort auch mit künstlerischer Übung in der Ausbildung natürlich jetzt nur. Ne? Super, also auch was die Persönlichkeit betrifft und die Personalentwicklung als ganz große Ausnahme. Das nicht nur zugelassen, die haben das sogar gefordert. So, was passierte? Die Leute waren überqualifiziert. Der Betrieb ist teilweise ein Stück wieder zurückgegangen in Fließbandarbeit, also jetzt immer noch in Gruppen, keine Einzelarbeitsplätze. In der Gruppe ein Stück Selbststeuerung, Selbstorganisation kannst du vergessen. Und was haben die anderen Automobilfirmen gesagt? 3,5 Jahre Ausbildung für diese Arbeitstätigkeiten auf höchstem Niveau, aber immer noch in einer Gruppe am Band, was wieder eingeführt worden ist, ist eine Überqualifizierung. Guckt euch mal die Folgen an. Wir haben es untersucht und leider muss ich feststellen, ist wissenschaftlich festgestellt worden, dass die Hochqualifizierten sich eben ausgezeichnet haben durch Abwesenheit, durch weniger Qualität der Arbeit. Die anderen Eingestellten, die Bäcker gelernt haben etc., Disziplin drauf haben und angelernt haben, die haben ihre Arbeit viel, viel besser gemacht. Das hat der Betrieb natürlich mitgekriegt. So, und nun kommt die Frage weiter, wie geht es jetzt bei dem mit der Kompetenzentwicklung weiter? In dem Job haut das nicht mehr hin, der muss anders hin, der Hochqualifizierte. Weil diese Arbeit übrigens bis zum heutigen Tag ist die von 1990er Jahren, ich kann jetzt 20 Jahre mittlerweile zurückblicken, ist die ungefähr in Arbeitsumfängen gleich gewesen. Was die ein bisschen gemacht haben, Rotation nicht nur zwischen den 6 Leuten, sondern Rotation jetzt eben auch mit der anderen Abteilung etc., das hat der Betrieb gemacht, damit deren Kompetenzen verbreitert wird. Aber der Arbeitsumfang ist so, dass ich auch objektiv sagen würde, 2 Jahre Ausbildung, der Betrieb hat da nicht Unrecht. Und da ging es aber ein Stück weit in die andere Richtung, dass sie versucht haben, die Leute so weit weiter zu qualifizieren, dass sie weniger Fachpersonal brauchen, die Maschinen zu warten, die Instandhaltung zu machen. Ja. Aber halt, es war niemand mehr an der Linie eigentlich gestanden, weil das fast total automatisiert war. Das heißt, das, was dann, sag ich mal, mit einer Linie früher noch mit 100 Mann gelaufen ist, ist dort halt mit 10 Hochqualifizierten gelaufen, die Maschinen in- und auswendig können, das meiste Ingenieure, die im Notfall eben auch in der Mechatronik-Steuerung das noch gleich korrigieren, wenn es nicht Das sind Teams von Facharbeitern. Das ist in den 90er Jahren gelaufen überall und du hast vollkommen recht, da ist also jetzt 70-80% des Personals ist dort abgebaut worden. Ja. Die übrig gebliebenen Teams, das sind 4-5 Leute dort bei denen, die, also jetzt bei der Montage, ich bin jetzt Montagewerk,
Das sind gehobene Facharbeiter, wie auch immer. Und die Produktion ist zigfaches erhöht, Personal zigfaches reduziert. Aber diese fünf Leute brauchen breitere Kompetenzen in diesem Bereich, Und was ich eigentlich ganz spannend fände, ist, da gibt es ja bestimmt auch Korrelationen, wenn ich jemanden eher, sage ich mal, auf Verbindlichkeit, also auf Funktionieren für kleinteilige Arbeiten hintrainiere, wird wahrscheinlich diese Arbeit mit einem höheren Prozentsatz völlig korrekt ausgeführt, als wenn ich jemanden habe, der viel mehr verschiedene Tätigkeiten ausfüllen kann, weil ein keiner so in der Routine ist, nicht so spezialisiert. Und das könnte uns, also das ist für mich immer so ein bisschen eine Gefahr, dass ich glaube, das bricht uns irgendwann das Genick, dass wir eine Richtung haben, wo immer weiter qualifiziert wird. Ich glaube nach wie vor, trotz aller Retailerisierung, also insofern gehe ich da auch voll in deine Richtung, dass die Arbeitsprozesse, die wir haben, insgesamt komplexer und umfangreicher werden und ganzheitlicher werden, weil einfache Arbeitsplätze, man sieht das selbst im Gaststättengewerbe, die werden immer mehr automatisiert oder technologisch fundiert, dass da viel ersetzt wird. Was das jetzt insgesamt heißt für die Masse von Arbeitsmöglichkeiten, das Arbeitsvolumen, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich bin auch schon davon überzeugt, dass die ganzheitliche Welt insgesamt in allen Bereichen und die einfachen Sachen abgebaut werden, weil das der Kollege Roboter übernimmt oder auch im Gaststättengewerbe, wie auch immer, wird das auch automatisiert. Eine Frage wäre noch nur ganz kurz wegen Bildung nur nochmal. Ne? Ja. Ist die Bildung in der Kompetenzentwicklung aufgehoben oder in Kompetenzen aufgehoben? Von der Definition her. Nein, meiner Meinung nach ist sie nicht aufgehoben, weil gerade die Kompetenzentwicklung zielt ja ganz stark darauf, die Selbstorganisation, die eigenverantwortliche Lernen zu fördern, und das geht nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung und diese Aspekte. Man muss jetzt nicht so vermessen sein, zu sagen, Kompetenzlernen ist quasi die Wiedergeburt des Humboldtschen Bildungsideals. Aber tendenziell sehe ich sehr wohl die Chance, in solchen Kompetenzentwicklungsmodellen den einzelnen Mitarbeiter deutlich mehr persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und damit auch Bildung hier möglich zu machen, als in dem klassischen System, wo ich halt drin sitze und einem Dozenten zuhöre, der mir etwas erzählt. Also ich drücke es anders aus, die Schnittmenge zwischen dem, was Qualifikationen, Fertigkeiten etc. sind, was mein Arbeitsvermögen ist, und dem, was Bildung ist, die ist größer geworden. Stell dir eine klassische Fabrik an, du bist in einer Autolackiererei, wie auch immer. Ja. Also da bist du mit 30 an deinem Lungenkrebs gestorben, aber mit Bildung hat das alles nichts zu tun. Nee. Die Schnittmenge ist viel größer geworden, eben weil auch das Persönliche und das Soziale integraler Bestandteil der Arbeit ist. Gleichzeitig, aber Bildung ist eben mehr. Bildung ist Muße, Bildung ist Reflexion außerhalb. Gleichzeitig sind aber die Gefahren, ich bin wieder ein bisschen bei den Kritikern, die wir zu wenig ernst nehmen, größer geworden, dass durch diese Kompetenzen das Soziale und Personale viel stärker ökonomisch besetzt wird, als es früher möglich war, weil auf deine soziale Seite und persönliche kaum zurückgegriffen wurde, konnte nicht am Fließband, wie auch immer. Ne? Aber die Schnittmenge ist größer geworden, und nun ist die Frage, wie richten wir das aus? Aber die Frage ist doch, wenn ich jetzt im Rahmen eines ökonomisch bestimmten Lernprozesses, weil ich meine Arbeit einfach machen muss, meine sozialkommunikativen Kompetenzen weiterentwickle, dann kann man doch gar nicht verhindern, dass ich diese Kompetenzentwicklung, die jetzt da in meinem Arbeitsumfeld stattfindet, dass ich die auch auf meinen persönlichen, privaten Bereich übertrage. Jemand, der seine Persönlichkeit im Beruf ausbaut, wird auch im privaten Leben anders auftreten, als jemand, der im Beruf immer nur den Kopf einziehen muss. Da liegt ja gerade die Gefahr, wenn unsere Persönlichkeit ganz stark durch eine Geschäftsprozessen, Kapitalinteressen orientierten Weg folgt, was ja vorher gar nicht möglich ist, weil das soziale Personal so wenig angesprochen ist. Denn bin ich auf einmal da, was schon vor 100 Jahren von Ökonomen als Horrorvision beschrieben wurde, beim Homo Ökonomicus. Dass du auch dein Soziales und Personales in den Augen eines Mercedes-Mitarbeiters, das ist einfach gut, wenn wir im Team jemand haben, der die Ellbogen hat und die andere wie auch immer. Und derjenige, der nicht so gut ist, der kommt schnell raus und so weiter. Ich habe das nur an diesem Beispiel Gruppenlernen und Gruppenarbeit in der Berufsschule im Betrieb. Das ist irre gewesen, die Unterschiede zwischen diesen beiden. Ich weise nur auf die Gefahr hin, ansonsten stimme dir zu. Ja.
aber ich sehe auch eine Chance. Aber das ist ja immer so. In so Situationen, wo es Chancen gibt, gibt es natürlich auch Gefahren. Und letztendlich muss es gut gemacht werden. Und man muss wirklich auch mit einem kritischen Blick rangehen und sich immer wieder selber hinterfragen, reflektieren, wo stehen wir denn? Und gebe ich dir übrigens vollkommen recht. Deswegen ist mein dritter Wunsch ja auch, dass die Personaler im Betrieb mal ein bisschen mehr professionalisiert werden in diese Richtung. Das sind sie nämlich ein bisschen. Ich weiß nicht, was sie da für Erfahrung haben, sind sie wenig. Na gut. Ne, aber ich denke, war recht erfrischend, unsere Diskussion. Also. Ich hoffe, das hat von der Rolle für euch auch so gepasst, also dass ich versucht habe, das ein bisschen in die Richtung zu moderieren. Das ist so ein Ping-Pong.